Zusatzfrage, die Frau Abgeordnete Graf. Erwähnt, dass die Herkulesmaschinen ja sehr gute Dienste geleistet haben in Katastropheneinsätzen, aber auch bei der Evakuierung. Die Nachfolgebeschaffung, haben Sie angesprochen, sehe ich in einem Dienstalter von mehr als 40 Jahren als sehr positiv. Und meine Frage wäre jetzt vielleicht, dass wir so ein bisschen näher erläutern, was ist der Hintergrund für eine Beschaffung der Herkules-Nachfolge in der Kooperation mit den Niederlanden? Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, treffend angesprochen, das Ende der technischen Verweildauer mit 2030, das steht eben bevor. Darum haben wir frühzeitig, es war damals noch Generalstabschef Brieger im Amt, als wir diesen Auftrag auch erteilt haben. Die großen Vorteile sind eben, dass diese Gerätschaft zum einen einmal alleine alle unsere Anforderungen auch erfüllt, die ja ganz speziell aufgelistet worden sind und nicht zuletzt auch beinhalten. Wir haben über die Pandur schon gesprochen, dass man die auch mittransportieren kann. Insbesondere ganz wichtig, und den Aspekt, glaube ich, sollten wir auch beleuchten. Es geht auch um die Soldatinnen und Soldaten, die in den Auslandseinsätzen sind. Das sind an die 1200, für die wir auch die Sicherheit geben müssen, dass sie im Falle des Falles, und das kommt leider immer wieder vor, krankheitsbedingt oder wegen sonstiger Vorfälle, auch die Garantie haben, dass sie sicher zurücktransportiert werden. Daher, wir gehen davon aus, dass diese Kooperation schneller, kostengünstiger passieren wird, dass sie auch eben dann Vorteile bringt im Rahmen der gemeinsamen Ausbildung und damit auch für unsere Soldatinnen und Soldaten die Sicherheit schafft, ein richtiges Transportsystem auf dem modernsten Stand zur Verfügung zu haben.